Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Stella Schuldner und ich bin deine Expertin für Dating, Liebe und Beziehungen. Und du hörst den In Love Podcast. In diesem Podcast erkläre ich, warum so viele Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Liebesleben haben, und ich teile mein Wissen mit dir, damit du verstehst, wie du erfülltere und glücklichere Beziehungen mit dir selbst und mit anderen Menschen führen kannst. Let's get ready for love! Du möchtest wissen, wie du dich bereits als Single auf eine gesunde und stabile Partnerschaft vorbereiten möchtest, dann ist das hier der zweite Part von meiner Folge für dich und ich freue mich, dass du zuhörst. In der ersten Episode zu diesem Thema habe ich schon die ersten 8 Punkte aufgezählt, die ich wirklich wichtig finde, um sich im Vorfeld auf eine gesunde und stabile Partnerschaft vorzubereiten. In dieser Folge möchte ich dir weitere Punkte vorstellen, die dir dabei helfen und dich unterstützen können, dich im Vorfeld gut vorzubereiten. Und ich habe es auch schon im ersten Part gesagt, es kann mehrere Gründe geben, warum du dir diese Folge anhörst. Vielleicht bist du ungewollt Single, vielleicht bist du super gerne Single und genießt gerade dein Single-Leben und möchtest dich vorbereiten auf Eventualitäten. Vielleicht bist du aber auch gerade frisch getrennt, möchtest die Trennung verarbeiten, nochmal reflektieren und Dinge in Zukunft anders machen. Oder vielleicht bist du auch gerade in einer Beziehung, die in deinen Augen Verbesserungspotenzial hat, wo du vielleicht gerade nicht so glücklich bist oder vielleicht auch wissen möchtest, woran es liegt, und deswegen hörst du dir diese Folge an. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Grund. Du bist herzlich eingeladen zuzuhören. Ich freue mich, dass du zuhörst. Und jetzt starten wir mit dem nächsten Punkt, den ich auf meiner Liste habe. Was kannst du tun, um dich vorzubereiten auf die Beziehung, die du dir wünschst? Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der Selbstwert, die Arbeit am Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl. Ja? Und das ist natürlich fast immer ein Thema, wie du weißt. Es ist einfach wie so eine Grundbasis, wie so ein Grundrezept für alles. Und natürlich darf es auch hier nicht fehlen. Und ich habe eine unglaublich tolle Folge für dich zum Thema Selbstwert, wo ich auch verschiedene Dinge aufzähle und aufliste, wie man den eigenen Selbstwert erhöhen kann, weil das ist ein super wichtiges Thema. Ja? Und ich möchte hier nur kurz darauf hinweisen, ja, dass für mich sich der Selbstwert daraus zusammensetzt, dass wir uns selber annehmen können, ja, also Annahme, Selbstannahme erstmal, ja, und das geht dann vielleicht in ein Mögen über, ja, dass wir alles bei uns komplett lieben, ist manchmal ein bisschen zu viel, ja, aber dass wir uns selber annehmen können, das ist schon mal super, super gut. Und der wichtige zweite Punkt, der mir so wichtig ist, und das weißt du auch, wenn du mir folgst oder schon viel von meinem Dating-Content auch konsumiert hast, ist es für mich, den eigenen Wert zu kennen. Zu wissen, ich bin es mir wert und ich bin mir etwas wert. Ja, ganz wichtig beim Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, immer. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht eine Podcast-Folge anhören und habe dann für immer den größten Selbstwert, den ich davor nie hatte. Ich möchte, dass das klar ist, dass das eine Illusion ist. Ja, wenn, also Selbstwert und ein gesundes Selbstbewusstsein ist schon etwas, was wir im besten Fall schon ganz früh lernen. Selbstverständlich kann das auch später kaputt gehen, ne? Zum Beispiel bei manchen passiert sowas durch Mobbing-Erfahrungen, ja, in der Schule oder auf der Arbeit. Aber tendenziell, ja, wird uns ein gesunder Selbstwert schon sehr früh beigebracht. Ja, dass wir gesund gespiegelt geworden sind. Ja, dass man uns beigebracht hat, dass wir uns unserer selbst bewusst sein können. Ja, und wenn ich das nicht gelernt habe und ich mich jetzt vielleicht nicht gut genug fühle, dann ist es eine Aufgabe, daran zu arbeiten, und es klappt nicht von heute auf morgen. Dennoch gibt es Möglichkeiten und Dinge, die du tun kannst, um an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten,
Und dafür habe ich auch die Folge aufgenommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du sie anhörst. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dir das ein oder andere hilft. Übrigens gibt es auf meiner Webseite auch eine innere Kind-Meditation, die zu mehr Verbundenheit mit dir selbst führt und auch zu mehr Bewusstheit deiner selbst. Da geht es um die tiefe Verbindung mit deinen innersten Anteilen, die zu sehen und zu wertschätzen und anzunehmen. Und diese Meditation kannst du dir für 0 Euro von meiner Webseite herunterladen. Und die ist wirklich, habe ich mit ganz viel Liebe entwickelt und für dich eingesprochen. Und die kannst du dir downloaden. Und ich finde, dass die ein sehr guter Start ist. Und für viele ist sie auch ein guter Start, ja, auf der Reise zu sich selbst. Ich habe da sehr viel tolles Feedback bekommen. Da kamen ganz viele Nachrichten auch auf Instagram von Menschen, die berührt waren, die geweint haben, die auch tolle und tiefe lösende Erlebnisse hatten. Und vielleicht kann dir das auch helfen. Und hör doch gerne mal rein. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich als nächstes aufzählen möchte, in puncto, wie kann ich mich auf gesunde und stabile Partnerschaften vorbereiten, ist das Grenzen setzen. Ja. Grenzen sind super, super wichtig. Ja. Grenzen zeigen anderen Menschen bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ich meine eigenen Grenzen nicht kenne, dann werden andere Menschen die Grenzen für mich setzen. Und die sind vielleicht irgendwo da, wo ich die eigentlich nicht haben möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir Grenzen setzen. Und Grenzen sind eine Grundvoraussetzung für Respekt. Und Respekt ist auch etwas, was in der Liebe sehr wichtig ist. Ich weiß, das wollen manche Menschen vielleicht nicht so hören, aber eine gegenseitige Wertschätzung und auch der Respekt voreinander. Und vielleicht hast du auch schon mal eine Person gedatet, die überhaupt keine Grenzen hat und versucht dir alles recht zu machen. Und du hast auch das Gefühl, die Person hat keine eigenen Grenzen. Ja, dass das oft dazu führt, dass wir solche Menschen nicht mehr so respektieren. Ja, vielleicht hast du es schon mal erlebt, vielleicht hast du es noch nie erlebt, vielleicht passiert dir das auch generell nicht. Ich kenne das sehr wohl, dieses Gefühl. Ich weiß natürlich auch mittlerweile, ne, warum Menschen auch sowas machen. Ne? Und es tut mir dann auch immer leid, weil ich merke, oh je, ne, die Person, die kann nicht gut auf ihre Grenzen Acht geben und wird da einfach von manchen natürlich auch überrumpelt, weil es gibt Menschen, die sagen, oh toll, die Person hat keine Grenzen, super, da kann ich mal richtig reinlangen und einkaufen. Ne? Also, ne, also das ist jetzt eine Metapher. Bitte nicht für bare Münze nehmen, das Einkaufen. Ne, aber einfach mal so gucken, wie weit es geht. Und bei manchen geht es leider sehr weit. Und das ist auch eine Form von Selbstsabotage und so tun wir uns auch weh, wenn wir das erlauben, ja, dass andere Menschen da in unsere Grenzen sich reinmischen. Ja, und natürlich, wenn wir Grenzen setzen, dann werden sich auch bestimmte Menschen von uns verabschieden. Ich weiß, dass das für viele schmerzhaft ist, aber es gibt Menschen, die haben keinen Bock auf andere, die Grenzen haben. Wenn wir uns da weiterentwickeln, dann kann es auch manchmal passieren, dass die eine oder andere Person sich verabschiedet, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Aber manchmal denkt man dann, dass etwas nicht in Ordnung ist damit, Grenzen zu haben, weil sich das dann nicht so richtig anfühlt. Ja. Und das ist super, super schade. Und deswegen möchte ich dich ermutigen dazu, zu lernen, deine eigenen Grenzen zu setzen. Der nächste Punkt, der wichtig ist, in jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung, nicht nur mit Liebespartnern, sondern auch in anderen Beziehungen. Das ist das Kompromisse eingehen. Es gehört zu jeder Partnerschaft dazu, dass wir Kompromisse eingehen. Ja, klar, wenn wir alleine sind, dann müssen wir keine Kompromisse eingehen. Ja, deswegen sagen auch viele, oh, ich bleib lieber alleine. Da muss ich nichts teilen, da muss ich nicht nachdenken, da muss ich nicht fragen, da muss ich mich nicht abstimmen, da muss ich mich nicht absprechen. Klar, das ist einfacher. Ja. Aber Kompromisse eingehen ist ganz wichtig. Und auch Kompromisse, was die Perfektion der anderen Person angeht. Ich habe es im ersten Part schon gesagt, dass wir manchmal denken, dass etwas nicht in Ordnung ist,
wenn wir Dinge finden, die uns am anderen Menschen nicht gefallen. Und da habe ich auch mal eine Audio-Love-Note aufgenommen dazu, mit der 80-20-Regel. Ja, wir werden keinen Menschen finden, der 100% passt. Wir werden im besten Fall einen 80-20-Mensch finden. 80% toll und 20%, die wir vielleicht gerne anders hätten. Und da gehen wir dann Kompromisse ein. Und das gehört auch dazu. Und wenn wir uns immer nur auf die 20% konzentrieren, die nicht da sind, dann können wir sehr, sehr unglücklich werden in Partnerschaften. Und wenn wir uns das klar machen und bewusst machen, dass es kein Perfekt geben wird, dann kann das Ganze schon im Vorfeld wahnsinnig entlasten. Ja, das möchte ich dir einfach nochmal sagen, diese Illusion wegzunehmen, die ist so wichtig. Und ich weiß, dass gerade meine Bindungsvermeider, Bindungsvermeiderinnen oft dieses Fehlersuchen machen. Ja, das ist die Angst. Das ist die Angst, die möchte uns bewahren, dass wir Fehler machen. Ja, und wenn wir was finden, dann ist, oh, der geht gar nicht, die geht gar nicht. Ne? Hier, Fehler gefunden, meine Angst bestätigt, ich bleib doch lieber Single. Ne? Und das ist auch eine Form von Selbstsabotage, ganz oft. Ja, weil häufig wird dann gesucht und gesucht und gesucht und im Endeffekt nie gefunden. Und das ist einfach wirklich schade. Okay. Also zur 80-20-Regel gibt es eine eigene Folge, wenn du das weiter vertiefen möchtest. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass wir uns im Vorfeld bewusst machen, und das knüpft so ein bisschen an das, was ich davor gesagt habe, auch an, Beziehungen brauchen Zeit, Investment und Pflege. Ja, Beziehungen brauchen Aufmerksamkeit. Sie brauchen Zeit, um stabil zu bleiben und auch um dauerhaften, geschützten Rahmen für alle Beteiligten zu bieten. Ja. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Partner und dass wir auch Zeit investieren in die Pflege der Beziehung, was auch immer das bedeutet. Klar, am Anfang, wenn wir jemanden kennenlernen, passiert es ganz automatisch. Und hierzu habe ich auch eine wundervolle Folge aufgenommen mit dem Dr. Wilchfort. Und da geht es ganz viel darum, dass es geht, nach seiner Meinung, dass wir uns immer wieder neu in unsere Partner verlieben. Ja? Und da gehört aber auch Arbeit und Investment dazu. Das ist eine ganz, ganz tolle, spannende Folge. Bist du herzlich eingeladen, dir diese Folge anzuhören. Ja? Also auch hier wieder, es ist eine Illusion zu glauben, dass Beziehung einfach so läuft und dass wir da nichts reinstecken müssen. Je mehr wir reinstecken, so besser werden die Beziehungen. Auch bei Freundschaften. Ja. Und das heißt übrigens nicht, dass wir geben müssen bis zur Selbstaufgabe. Nein, manchmal heißt es sogar weniger geben, weil das vielleicht unser Thema ist. Ja. Also die Arbeit an Themen, Stressoren und Triggern ist wichtig. Und sich einen Partner wünschen, ist das eine. Aber das heißt nicht, dass man nicht leben darf. Ja, und das heißt auch nicht, dass es das Einzige ist, was es im Leben gibt. Ja, ein Leben kann so viel Liebe geben, auf so viele verschiedene Arten. Ja, wir können so viel Liebe durch generell Menschen erleben, aber auch durch Dinge, die uns glücklich machen, Glücksmomente erleben, Freude spüren, fühlen, Freiheit spüren, besondere Erlebnisse. Und das ist auch bei jedem Menschen individuell. Ja, es gibt Menschen, die empfinden Glück, wenn sie 2 Stunden meditieren. Es gibt Menschen, die empfinden Glück, wenn sie durch den Wald gehen oder auf den Berg klettern. Es gibt Menschen, die empfinden Glück, wenn sie eine bestimmte Art von Musik hören oder gute, tiefe Gespräche haben oder einfach Zeit verbringen mit Menschen, die sie lieben oder etwas ganz anderes. Und je mehr wir davon machen, desto besser und schöner und grandioser wird unser Leben. Und gerade wenn wir gerade nicht den Fokus auf einer Partnerschaft haben, dann gibt es leider viele, die sehr frustriert sind und sehr traurig sind und oft nur dieses eine Thema haben. Und das ist leider in meinen Augen eine absolute Lebensverschwendung. Ja? Gestalte dir ein grandioses Leben, das du selber liebst
Ja, dadurch werden Verlustängste weniger. Ja, weil wenn ich dann einen Menschen kennenlerne und ich weiß, im schlimmsten Fall falle ich auf mein grandioses Leben als Single zurück, was ich mir so toll gemacht habe, ja, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, wie wenn ich in das alte Loch zurückfalle, wo ich nichts hatte und alles darauf gebaut habe, dass dann ein Partner da sein wird. Überleg mal, was das bedeutet. Da hätte ich auch Verlustangst, wenn ich dahin zurückgehen müsste. Ja. Beziehung ist nicht alles. Und es ist auch wichtig, dass wir, auch wenn wir dann in eine Beziehung kommen, dass wir trotzdem noch ein Leben haben außerhalb von dieser Beziehung, weil das ist auch ganz schwierig auszuhalten für andere Menschen, wenn sie der Mittelpunkt unseres Lebens werden. Und das ist auch eine Form von Bedürftigkeit, das sage ich immer wieder. Bedürftigkeit macht immer ein Ungleichgewicht in Partnerschaften. Ja, mein nächster Punkt schließt genau daran an. Bau dir ein Umfeld auf, ja, das du liebst. Umgib dich mit Menschen, die dir Freude bereiten, mit denen du dich gerne austauschst, mit denen du gerne Zeit verbringst. Ja. Bau dir ein Umfeld auf das du während deiner Beziehung und auch danach, sollte eine Trennung stattfinden, zurückgreifen kannst. Viele vernachlässigen in Beziehungen ihre Freunde, ihre Familie und wundern sich dann, dass niemand mehr da ist, wenn sie irgendwann wieder rauskommen. Es ist so wichtig und es entspannt auch jede Partnerschaft, wenn wir nicht nur den Partner oder die Partnerin haben, sondern wenn wir ein Leben haben. Hobbys, Jobs, die wir lieben, Freunde, die uns wichtig sind, all diese Dinge. Bitte nicht vergessen, statt Trübsal zu blasen und immer nur allen erzählen, wie traurig dein Leben ist, weil du Single bist, falls du so eine Person bist. Es muss nicht sein, aber ich kenne einige Menschen, die so denken, und ich arbeite auch mit sehr vielen Menschen, die so denken, deswegen sage ich es. Ja, bitte mach nicht diesen Fehler, sondern genieße die Single-Zeit. Und das ist auch mein nächster Punkt. Genieße es. So oder so. Entweder wirst du in einer Beziehung sein oder vielleicht auch nicht. Aber möchtest du zurückblicken auf eine schöne Zeit, in der du das Leben genossen hast? Oder möchtest du zurückblicken auf eine Zeit, in der du nur Frust gehabt hast und immer nur geschimpft hast und traurig warst? Ja. So oder so. Entweder bist du dann in einer Beziehung. Dann ist doch viel schöner, zurückzuschauen und sagen, boah, die Single-Zeit war toll. Oder vielleicht bist du in keiner Beziehung, aber dann zu sagen, boah, die letzten 5 Jahre waren super toll. Ja. Vielleicht musst du es einfach nochmal kurz sitzen, weil ich weiß, dass manchmal solche Sachen auch wehtun, wenn man die hört. Dass es manchmal auch anstrengend ist, solche Informationen aufzunehmen oder vielleicht auch mit sich selber ehrlich zu sein. Vielleicht geht es dir auch gar nicht so. Vielleicht brauchst du auch einen Moment. Alles ist in Ordnung. Und ich möchte zu meinem nächsten Punkt kommen. Und das ist auch schon mein vorletzter Punkt. Und zwar, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Eigenverantwortung ein Schlüssel ist. Ja, auch wenn du jetzt diese Folge gehört hast, sie ist nur eine Inspiration. Sie zeigt dir vielleicht eine Richtung, eine Denkweise. Die Arbeit müssen wir immer selber machen. Ja, vielleicht hast du irgendwas heute gehört in dieser Folge oder in der davor oder in irgendeiner und es inspiriert dich, mehr Content zu konsumieren, mehr zu lesen, mehr im Internet nachzuforschen. Es ist deine Eigenverantwortung, dich um dich zu kümmern. Und wenn du in Zukunft bessere Beziehungen führen möchtest, dann ist es deine Eigenverantwortung, dich darum zu kümmern, dass es so sein wird, egal was du dafür tun musst. Das weiß ich natürlich nicht, was es in deinem Fall ist. Für die einen ist das Beste, erstmal eine Trennung zu verarbeiten. Die nächsten haben etwas erlebt, was sie verarbeiten müssen, vielleicht sogar in Begleitung. Ja. Und vielleicht hast du auch die Folge gehört und denkst dir, oh super, das hat mir schon geholfen. Ja, jeder Mensch ist anders. Jeder hat ein anderes Tempo. Aber wenn wir erwachsen sind, wird niemand kommen und unsere Arbeit für uns machen, weil es einfach nicht geht. Wir sind für unser eigenes Glück verantwortlich. Ja. Ich kann das nur immer wieder betonen, weil das ist das Einzige, was wir immer zu 100% in der Hand haben, dass wir für uns selber
einstehen, egal was das bedeutet, gerade für uns in unserem Leben. Und es vergehen manchmal Tage, Wochen, Monate oder Jahre, in denen wir uns nicht bewegen und nichts tun. Und ich glaube, manche warten manchmal darauf, dass irgendwann mal was passiert, aber manchmal passiert auch gar nichts. Es muss in uns passieren. Und vielleicht ist das jetzt gerade die Folge, die du hören musstest, damit sich etwas verändern darf. Und dann kann ich dir nur herzlich dazu gratulieren. Und dann möchte ich auf den allerletzten Punkt eingehen zum Thema, wie kann ich mich auf eine gesunde und stabile Partnerschaft vorbereiten? Und das ist ganz klar das Mindset. Ja? Lerne, ein positives Mindset gegenüber Beziehungen aufzubauen. Dazu gehört, den Druck rauszunehmen. Wenn du zum Beispiel einen sehnlichen Wunsch hast nach einer Partnerschaft, ich kann dich so verstehen und mein Herz geht raus zu dir. Aber den Druck rauszunehmen ist ganz wichtig. Und kann dir auch sagen, warum? Weil positive Ausstrahlung zieht andere Menschen an. Deshalb konzentrier dich lieber darauf, glücklich zu sein, als darauf, was gerade nicht da ist und was du dir so sehnlich wünschst, auch wenn es so hart und so abgedroschen klingt, ich weiß. Ja, aber der Deal ist ja eigentlich, dass wir glauben, dass wir glücklich sind, wenn wir eine Beziehung haben. Und wir vergessen, dass wir ja auch einfach so glücklich sein können. Ja. Und bitte, 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 ich kann es dir nur so warm ans Herz legen. Bitte wehre dich gegen die Einnahme der Opferhaltung. Ich weiß, manchmal ist es so schön im Leben, in diese Haltung reinzugehen. Und ich war da auch schon drinnen. Ja. Die Opferhaltung legitimiert uns auch, dass wir in unserem Leben Dinge, die wir uns eigentlich wünschen, nicht erreichen. Und wir können immer sagen, das ist weil XY. Und das Traurige ist aber, niemand interessiert das. Niemand interessiert es, ob wir unsere Ziele erreichen. Ja, natürlich Menschen, die uns besonders lieben, aber im Endeffekt, ob du dein ganzes Leben in der Ich-kann-nicht-weil-Haltung bist oder Ich-kann-obwohl-Haltung bist, du entscheidest das. Ja. Und ich kann immer nur sagen, verändere es oder lass es, aber wenn du einen Wunsch hast, dann geh für deine Träume los. Statt dich nicht zu verändern, nichts zu tun, aber immer im Leid zu stecken. Da kannst du dir, wenn du möchtest, auf meiner Webseite einen Minikurs herunterladen. Und der heißt Raus aus der Opferrolle, rein ins Dating. Und den kannst du dir anhören und da ist auch ein kleines Mini-Workbook dabei. Und da geht es genau um dieses in der Opferhaltung verweilen und warum uns das eigentlich selber so schadet. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen für dich, dass du da weiterkommst. Deswegen lad dir das sehr, sehr gerne runter von meiner Webseite. Positives Mindset gegenüber Beziehungen heißt auch, dass wir keine Angst davor haben, dass wir Themen gezeigt bekommen, ja, dass wir getriggert werden. Natürlich, wenn wir in Partnerschaft sind, dann werden wir sehen, wo unsere Themen sind, wo unsere Ängste sind, wo wir noch nicht erreicht haben, was wir uns wünschen. Und es ist wichtig, dass wir davor keine Angst haben. Trigger zeigen uns, wo wir Themen haben und es sind liebevolle Reminder, wo wir hinschauen dürfen. Auch wenn sie es manchmal nicht so anfühlt. Deswegen brauchen wir eigentlich gar keine Angst haben vor Beziehungen, sondern können positiv und voller Vorfreude sein, weil dann können wir viel besser an Themen arbeiten. Und nochmal ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass es für viele so eine Sorge ist. Ja, weil viele Menschen denken, sie müssen erst einen gewissen Grad an Persönlichkeitsentwicklung erreicht haben oder perfekt sein, bevor sie in eine Beziehung starten können. Und das ist einfach nicht so. Das ist nicht so. Wir dürfen uns, und da habe ich auch neulich erst einen Instagram-Post dazu gemacht und das sage ich auch immer wieder, wir dürfen uns auch an der Seite von anderen Menschen weiterentwickeln. Und kein Mensch hört je auf, sich weiterzuentwickeln. Wir wachsen mit den Aufgaben, wir wachsen mit den Menschen und das gehört einfach dazu. Und das ist auch okay so und das ist auch gut so. Also bitte nimm dir diesen Gedanken weg, wenn du das glaubst. Wir müssen nicht perfekt sein, bevor wir in eine Beziehung starten. So,
Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz alle Punkte aufzählen, die ich in der ersten Episode und jetzt in der zweiten hier noch mal aufgelistet habe, damit es sich noch mehr verfestigt in deinem Bewusstsein. Denn je öfter wir Dinge hören, desto tiefer greifen sie und desto besser spüren wir sie und erinnern uns natürlich auch daran. Und deswegen möchte ich noch mal durchgehen, was die Punkte sind, die ich aufgelistet habe, die ich finde, die uns gut vorbereiten auf eine gesunde und stabile Partnerschaft. Und es ist der Punkt 1, die Selbstreflexion, wirklich zu gucken, was habe ich in vergangenen Beziehungen erlebt oder auch in Freundschaften, wo kann ich ansetzen, wo kommen meine Themen hoch. Ja, wenn es Themen gibt, dann daran arbeiten. Ja, mit Unterstützung, wenn es sein muss, aber gucken, wo habe ich die Themen, woran möchte ich oder muss ich vielleicht arbeiten, dass es mir besser geht. Ja, dann die Frage, ob du selber denkst, dass du ein guter Partner, eine gute Partnerin wärst. Und wenn nicht, ja, was kannst du tun, um das zu verändern? Verabschiede dich von der Illusion der perfekten Partnerschaft. Das gibt es nicht. Jede Partnerschaft hat Höhen und Tiefen. Und jeder Mensch hat Macken und Ecken und Kanten. Die haben wir und die haben natürlich auch unsere Gegenüber. Es ist wichtig, bevor ich in eine Beziehung starte, klare Standards festzulegen und auch nach denen auszusuchen beim Dating. Das ist sehr, sehr wichtig. Bildet die Grundlage für eine gute Partnerschaft. Dann ist es gut, wenn wir hinterfragen, was wir eigentlich gelernt haben über Beziehungen. Ja, was haben wir so mitbekommen? Die Kommunikationsskills sind wichtig. Ja, genauso die Konfliktlösefähigkeiten. Und wenn ich das nicht kann oder nicht gelernt habe, ist es meine Aufgabe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, auch hier natürlich wieder wichtig, was habe ich da gelernt und was möchte ich gerne in meinen Beziehungen? Ja, dann die Arbeit mit dem eigenen Selbstwert, Selbstbewusstsein, wichtiges Thema. Grenzen setzen, genauso wichtig. Aber auch lernen, Kompromisse einzugehen. Ja. Dann habe ich gesagt, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass Beziehungen Zeit, Investment und Pflege brauchen, auch sehr intensive, und dass wir uns da keine Illusionen machen brauchen. Ja, dann habe ich gesagt, dass es wichtig ist, dass wir uns ein schönes Leben gestalten. Ein schönes Leben, dass wir uns ein tolles Umfeld aufbauen mit Freundschaften, die uns gut tun, mit Menschen um uns herum, die uns lieben und die wir lieben. Und dass wir die Single-Zeit genießen. Dass wir die Zeit genießen. Und nicht nur Trübsal blasen. Ich habe gesagt, dass Eigenverantwortung ein sehr wichtiger Schlüssel ist, generell in der Persönlichkeitsentwicklung, aber natürlich auch bei Beziehungsthemen. Und dich daran erinnert, wie wichtig ein positives Mindset gegenüber Beziehung generell ist. Ich freue mich so sehr, dass du diese Folge angehört hast. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich in diesen beiden Folgen auf zwei Dinge auf meiner Webseite hingewiesen habe. Einmal die innere Kind-Meditation, ja, die helfen kann, den Selbstwert zu stabilisieren, und mein Minikurs Raus aus der Opferrolle. Beides kannst du für 0 Euro runterladen von meiner Webseite. Mach das unbedingt. Es hat schon so vielen Menschen geholfen und ich freue mich natürlich, wenn es dir auch weiterhilft. Bitte vergiss nicht, lieben und geliebt werden, das ist unsere wahre Natur. Und ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist.